Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Ben und im heutigen Video geht es um ein Unternehmen, über das ich jetzt gestolpert bin vor, lassen wir es 5 oder 6 Wochen sein, über einen Flyer, pünktlich zu dem Zeitpunkt, als es für mich hieß, jetzt gehen wir in meiner Hauptbeschäftigung in Kurzarbeit, ergo natürlich dann auch ein paar Einkommenseinbußen. Und welches Unternehmen haben wir denn hier? Ich halte es hier mal kurz in die Kamera. Ja, das sind leckere, was heißt leckere, aber so kleine Bonbons, keine Ahnung. Und habe auch hier nochmal so einen USB-Stick bekommen. Die Rede ist hier von Plasmavita. Ich möchte euch hier in diesem Video nach meiner dritten Spende jetzt so die ersten Erfahrungen mitteilen, was ich denn von der ganzen Geschichte halte, was ich denn eigentlich da tue. Und wie ich da auch die ein oder andere Einkommenslücke ein kleines Stückchen nochmal kompensieren kann. So, also, ich würde behaupten, dieser Flyer konnte nicht zeitlich besser platziert werden. Der flatterte bei mir in den Briefkasten und da wurde dann groß geworben, Nebenjob Plasmaspender. Ja, und wenn man etwas dann so relativ vollmundig verspricht, da werde ich noch direkt eigentlich erstmal skeptisch und denke, Moment, was steckt denn da dahinter? Wer den Kanal schon ein bisschen länger verfolgt, der weiß, dass ich auch schon mal Vollblutspenden gemacht habe, auch die allerdings auch nicht ganz so komfortabel waren, was die Auszahlung der Aufwandsentschädigung angeht und eben auch Verkehrsanbindung. Das waren relativ weite Wege, die sich so dann nicht wirklich rentiert haben. Zusätzlich kam es da bei mir zu, immerhin keine Kreislaufprobleme. Hatte ich zwar auch einmal, aber gut, das passiert halt manchmal, ist ein bisschen tagesformabhängig. Aber im Großen und Ganzen hatte ich immer das Problem, dass ich so 2-3 Tage immer mal wieder ein bisschen Halskratzen bekam, wo ich dann sagte, das Immunsystem ist dann doch ein Stück weit geschwächt. Ich bin jetzt auch kein Koloss mit knapp unter 60 Kilo in der Regel. Das hat dein Körper dann doch anscheinend stärker getroffen, wie ich das gerne gehabt hätte. Und von daher musste ich sagen, war dann Chance, Risiko bzw. Vor- und Nachteile, waren da leider die Nachteile im Übergewicht. Und da habe ich dann zum späteren Zeitpunkt die Vollblutspenden eingestellt. Eben weil ich ja trotzdem auch einen Tag später oder spätestens 2 Tage später auf Arbeit wieder natürlich möglichst maximale Leistung erbringen will und da nicht zurückstecken will. Und vielleicht 5-6% irgendwie weniger leisten will oder kann, wie ich das eigentlich grundsätzlich auf der Arbeit tue. Jetzt hole ich wieder viel zu lange aus. Es geht hier in dem Fall, wie gesagt, um Nebenjob Plasmaspende. Dieser Flyer kam bei mir in den Briefkasten von der Firma Plasmavita und die haben jetzt hier auch in Saarbrücken ein Plasmaspendezentrum eröffnet. War wohl irgendwann im dritten Quartal letztes Jahr, glaube ich. Haben mittlerweile 6 Standorte in Chemnitz, in Frankfurt, Magdeburg, Mannheim, eben auch Saarbrücken und in Stuttgart sind die mittlerweile anzutreffen. Und da stand dann auch irgendwie groß, keine Ahnung, also Nebenjob dachte ich, was soll denn das sein? Ne? Das soll ja dann schon verhältnismäßig ein bisschen was sein, was da an Geld rüberkommt, wenn man das schon Nebenjob nennt. Wie gesagt, alle 4 Wochen oder so konntest du Blutspenden gehen, bei mir waren es damals 27 Euro ein paar Cent. Vom Nebenjob da zu sprechen, fand ich dann ein bisschen grenzwertig. Und da dachte ich mir, geh mal der Sache doch mal auf den Grund, jetzt hast du ja Zeit für sowas. Letztendlich ist es ja trotzdem auch so, auch bei der Vollblutspende, du tust ja auch was Gutes. Eben hat jemand einen Unfall, braucht eine Blutkonserve, dann hast du das Ganze entsprechend abgegeben. Und jetzt auch gerade in der Pandemiezeit sind ja auch Spender rar gesät. Vermutlich noch weniger wie eh schon zu normalen Zeiten, auch da ist ja nicht ganz so toll. Und so dachte ich mir einfach, prüfe ich das Ganze mal. Da habe ich dann vor 3 Wochen oder vor 3,5 Wochen etwa meinen ersten Termin gehabt. Top modernes Zentrum, sieht also alles sehr, sehr sauber aus. Sehr modern auch in der Abfertigung. Ist erstmal angemeldet, machst dann erstmal Blutdruck messen. Hier im Finger, ich denke mal, da wird der Eisengehalt gemessen, vielleicht auch Zucker oder solche Geschichten. Wirst also erstmal ein bisschen auf den Kopf gestellt, darfst dich auch einmal wiegen, dann kommen dann vielleicht mal die ein oder anderen Donuts oder Muffins oder Stück Kuchen, die man dann so verdrückt hat, weil man nichts zu tun hatte, die kommen dann auch zum Tragen. Jetzt bin ich tatsächlich einmal über 60 Kilo gekommen, böse. Und da wirst du eben auch so ein bisschen gecheckt, gehst dann auf der anderen Seite, gibt es dann so Eincheck-Terminals, Check-In-Terminals, könnte man es eigentlich nennen, hast dann nochmal einen größeren Fragebogen,
waren, glaube ich, so 140, 160 Fragen waren es, glaube ich. Das war auch nur beim ersten Mal. Die muss dann natürlich entsprechend wahrheitsgemäß beantworten. Da geht es um Auslandsaufenthalte. Bist du vielleicht mit Hepatitis-Patienten in Kontakt gekommen? HIV ist da ein Thema. Natürlich diese ganzen Gesundheitsdinge. Logisch, wir müssen natürlich gesund sein, wenn wir da spenden wollen. Das haben wir dann auch getan. Dann gibt es nochmal ein ärztliches Check-up. Das wird auch alle halbes Jahr, wenn ich das richtig verstanden habe, immer nochmal erneuert. Da wird nochmal geschaut, ist alles noch im Lot. Letztendlich ist es ja auch so, dass man durch die Spende natürlich keine gesundheitlichen Einschränkungen bekommen sollte. Ne? Also da wird auch drauf geschaut. Maximal spenden kann man jetzt zumindest mal bei Plasma Vita, die haben es so angegeben, mit maximal 60 Mal im Jahr. Ich habe auch hier keine Einschränkungen bekommen von Seiten der Ärztin. Hätte ich jetzt vielleicht irgendwelche Parameter bei mir, wo ich sagen müsste, okay, das klappt nicht so, könnte ich auch vom Arzt sagen, okay, die dürfen nur 40 Mal vielleicht kommen oder vielleicht nur 50 Mal, irgend sowas in der Richtung. Ne? Also bei mir, ich blühe natürlich wieder, ne? Das blühende Leben sitzt vor euch. Und wie gesagt, dann sind nochmal 3 Blutampullen entsprechend genommen worden. Das Ganze wurde eingeschickt ins Labor, alles gut. Ne? Keine bösen Überraschungen da bekommen. Und da kannst du in der Regel so nach 4-5 Tagen sind die Ergebnisse da und da kannst du entsprechend auch einen Termin vereinbaren. Das geht einmal mit einer Handy-App, auch das deutlich moderner wie damals bei der Vollblutspende. Da gehst du einfach hin, wenn du Pech hast, musst du einfach mal da sitzen und musst mal warten. Und eben auch einfach eine richtige Terminübersicht. Das heißt, du kannst sofort dein Check-in, kannst dich da anmelden, gehst nochmal an den Terminal, bekommst auch übrigens nochmal so einen schönen Spenderausweis mit Bild, ja, da darfst du einmal lächeln, ja. Und dann geht es eigentlich auch schon los, die Plasmaspende als solches. Ich habe da einen linken Arm, der richtig stark ist, der rechte, da läuft es irgendwie nicht so gut. Vielleicht war das jetzt auch mal so eine Einmalgeschichte, vielleicht läuft es auf der anderen Seite dann auch mal besser. Ich wechsle also bei jeder Spende auch den Arm, einmal links, einmal rechts. Soll alles schön gleichmäßig bleiben, auch wegen den Venen, die sollen sich ein bisschen erholen können. Man kann Plasma spenden, muss dann 2 Tage Pause machen und könnte dann den Tag darauf wieder spenden gehen. Auch das wird vermutlich, wenn man das Hardcore-mäßig betreiben möchte, irgendwann vielleicht auch zu Lasten gehen, dass da vielleicht der Eisengehalt dann zu niedrig ist. Vielleicht wird man da auch zurückgewiesen und sagt, okay, komm mal wieder in 3-4 Tagen. Der Körper sollte da schon ein bisschen Erholungszeit bekommen, also das sollte man dann schon berücksichtigen. Letzten Endes sollte das jeder für sich selbst entscheiden, muss auf seinen Körper da entsprechend hören und nicht wegen einer Aufwandsentschädigung da jetzt auf Teufel komm raus sich die letzte Lebensenergie aussaugen lassen. Also da sollte man auch ein bisschen Augenmaß haben und dann entsprechend in seinen Körper hineinhören. Ja, Terminvereinbarung ist wie gesagt, das klappt alles. Kannst du dann schön auch mit einer App oder halt auch online ganz normal, kannst dich einloggen mit deiner Spendernummer, entsprechendes Passwort. Kannst dann deine Termine festlegen, wann du denn kommen möchtest. Kannst sie auch natürlich wieder absagen oder beziehungsweise löschen. Und gehst da ganz gemütlich rein. Gehst dann in den Spendersaal, spendest das Ganze. Ich hatte jetzt so zwischen eine Dreiviertelstunde und auch teilweise hat es auch mal jetzt auf der rechten Seite relativ lange gedauert. Da hatte ich fast eine Stunde, die ich da gelegen habe. Ist aber trotzdem relativ gemütlich. Ich schaue mir da entweder ein YouTube-Video an oder einen Podcast höre ich mir an. Manche lesen auch, wobei, gut, der eine Arm ist ja dann eigentlich mit Pumpen beschäftigt, ob ich da noch so wirklich komfortabel ein Buch halten kann. Das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber da gibt es, denke ich, schon ein paar Möglichkeiten. Oder auch einfach mal so ein bisschen Gedanken schweifen lassen, Kopf ausschalten und einfach mal so für sich Sachen so ein bisschen planen. Das ist natürlich auch möglich, ja. Also das sind so die Varianten. Ich hatte auch keine Kreislaufprobleme, Kopfschmerzen, das hat sich bisher bei mir alles nicht gezeigt. Klar, kann auch sein, dass wenn man die Einstichstelle am Arm eventuell mal ein bisschen blau wird, ist auch klar. Und eine entsprechende Narbenbildung, das wird sich mit der Zeit wohl auch einstellen. Das sind so meine Risiko oder Risiken, die ich bisher gesehen habe. Oder ja, Nebenerscheinungen, Risiken kann man ja jetzt nicht unbedingt sagen. Es gibt natürlich Risiken, auch die werden entsprechend aufgeklärt. Auch da bitte jeder für sich selbst entscheiden, ob er das machen möchte. Interessant jetzt natürlich, und das denke ich mal, das ist jetzt so der Großteil, wo die Leute sagen, ja, jetzt sag's doch mal, was ist da die Aufwandsentschädigung? Ich habe es hier verhältnismäßig gut getroffen. Ich bekomme als Grundbetrag jetzt hier 27 Euro. Das ist durchaus absolut, ja, ist eigentlich okay. Eben auch mit der Anzahl der Spenden, die man dann tätigen darf, über das Jahr hinweg. Ist das absolut okay.
natürlich für Studierende oder auch Leute generell mit geringerem Einkommen, wenn man das dann aufs Jahr hochrechnet, ja, wir gehen jetzt nur vom Grundbetrag von 27 Euro aus. Bei 50 Spendeterminen, 60, könnte man rein theoretisch maximal machen, sind wir bei 1350 Euro. Mhm. Ja, das mal so by the way. Das finde ich doch schon ordentlich. Das ist für den einen oder anderen, der auch vielleicht wirklich in einem relativ schlechten Lohnumfeld arbeitet, angestellt ist, ist das vielleicht schon mal so ein 13. Monatsgehalt. Dann denke ich doch mal, kann man da absolut einen Haken drunter machen. Ist das empfehlenswert und angenehm auch. Ist allerdings nicht gesichert. Ich verlinke euch den Artikel von der Zeit. Die haben im Juni oder Juli 2020, also letzten Jahres, auch nochmal geschrieben, das sind Aufwandsentschädigungen bei Blut- und Plasmaspenden, sind in Deutschland steuerfrei. In Österreich habe ich auch gehört, dass das so sein soll. Notfalls Hörer an die Hand holen oder eine E-Mail schreiben. Fragt da entsprechend bei euren Finanzbehörden, wie es denn tatsächlich ist. Nicht, dass er da nachher, das ist nur ein Bumerang. Und da macht er große Augen, also ich bin da kein Steuerberater, ich halte mich da raus. Nur das ist jetzt so mein Stand der Dinge. Dann gibt es darüber hinaus noch so nette Aktionen, also das ist auch alles eine sehr angenehme, freundliche Atmosphäre. Wenn ich da reinkomme, die Leute sind entspannt, das entschleunigt sich natürlich auch so ein bisschen, da ist man eben nicht auf Stress und ja, die Spende muss jetzt in 5 Minuten fertig sein. Also da ist alles sehr, sehr geordnet und schön ruhig eigentlich und immer auch sehr freundlich, da macht man immer noch ein Späßchen. Das ist dann durchaus interessant. Man kann eben auch durch diese Plasmaspende wirklich Menschen, die es sonst richtig hart treffen würde, helfen. Da werden ja Medikamente auch mitunter hergestellt, eben mit diesem Blutplasma. Von daher ist das eine tolle Geschichte. Eine Win-Win-Situation eben. Man bekommt eine kleine Aufwandsentschädigung dafür, dass man da in Anführungszeichen so eine Dreiviertelstunde bis Stunde gemütlich da liegt. Ein bisschen hier mit so einem Bällchen ein bisschen pumpt. Und was eben auch ganz wichtig ist, und das ist der große Unterschied zur Vollblutspende, du bekommst ja nur das Blutplasma entnommen, andere Bestandteile des Blutes werden rausgefiltert, bekommst du wieder zurück und dann am Ende bekommst du dann auch ein bisschen Kochsalzlösung, um da einfach den Flüssigkeitsverlust im Körper auszugleichen, also auch bei einer Spende entsprechend gut hydriert, also ordentlich was getrunken natürlich, das ist wichtig und auch gerne natürlich proteinreiche Ernährung. Das ist auch alles dem Ganzen sehr zuträglich, aber das werdet ihr alles erklärt bekommen, wenn es denn soweit ist. Wie gesagt, Bonusaktionen gibt es auch noch. Gestern war ich auch mal wieder bei der Plasmaspende. Gehst in einem Terminal und dann waren dann 2 Spender pro Tag werden da ausgewählt. Die hatten dann einen Gewinn, da gab es dann 10 Euro extra. Es gibt so Anfängerbonis, da gibt es auch nochmal entsprechend Aufschläge auf diesen Grundbetrag. Ist auch, also würde ich behaupten, attraktiv, macht Spaß. Ist ein bisschen spielerisch, so ein bisschen wie so ein Level-System, so ein bisschen, ich bin ja so ein kleiner Spieler in der Richtung. Also ich finde das, ja, ist nicht ganz so monoton, immer nur den gleichen Betrag zu bekommen, dass man einfach auch sagt, okay, die Leute, die zuverlässig regelmäßig kommen, in einer entsprechenden Anzahl, die werden auch nochmal ein Stück weit belohnt. Auch das finde ich nett. Dann gab es auch mal eine Aktion, oder ja, ich bin erst 3 Wochen dabei, ja. Es gibt also wirklich viele Aktionen. Dann gab es auch eine Aktion, bekommst du da nochmal so ein Märkchen für einen Snackautomaten und kannst du noch einen Snack ziehen. Ja, das sind so Kleinigkeiten halt, aber einfach nette Kleinigkeiten, die so ein Plus ausmachen, finde ich sehr sympathisch. Von daher kann ich bis jetzt einen Haken drunter machen. Das mal so als erste Stellungnahme, was ich denn so aktuell treibe, ja, während Kurzarbeit und kleinen Nebenbeschäftigungen in meiner Selbstständigkeit, die auch leider ein bisschen zurückgefahren wurden. Das ist also so eine Idee. Wenn ihr ein Spendezentrum bei euch in der Nähe habt, könnt ihr das gerne auch checken. Das Tolle, es gibt sogar auch ein Empfehlungsprogramm. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt nur für den Februar gilt oder auch generell. Da gibt es im Moment auch Empfehlungsbonis. Ich blende euch oder beziehungsweise schreibe euch unten in die Infobox meine Spendernummer rein. Mein Namen kennt ihr auch. Könnt ihr dann vielleicht, wenn ihr selbst zu Plasma Vita geht, ins Spendezentrum, könnt ihr sagen, ja hier, ne, die Empfehlung von Herrn mit der Spendernummer, ich möchte jetzt gern meine erste Spende machen, beziehungsweise bekommst du erst diese erste Untersuchung und dann gehst du spenden. Dann bekomme ich vielleicht auch was zurück an der Stelle. Würde mich nämlich freuen, wenn ihr da auch mit dem Boot seid. Generell ist es was Gutes, was ihr in dem Moment tut für andere Menschen und bekommt eben dann eine Aufwandsentschädigung für die Zeit, die ihr da einfach verbringt. Ja, das soll es gewesen sein von diesem Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne Like-Button drücken,
Ansonsten Kanal abonnieren, damit ihr keine weiteren Inhalte hier verpasst. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wir sehen uns bis dahin. Bye, bye.